Wir haben keine Intro-Idee! Im Leben eines jungen Erwachsenen kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem man seinen Führerschein macht. Normale Jugendliche freuen sich total, ihren Führerschein machen zu können. Juhu, endlich kann ich meinen Führerschein machen! Ich bin viel flexibler und kann meine Freunde rumkutschieren und meine geile Freunde, die ich nicht habe. Ja klar, so ein Führerschein machen hat gewisse Vorteile. Aber für mich war es die reinste Qual. Es war nicht so, als hätte ich eine schlechte Fahrschule gehabt. Ich hatte eine geile Fahrschule und ich hatte so einen krassen Fahrlehrer. Hup mal, da ist noch alle. Yo, Bitch. Aber meine Einstellung zum Autofahren war eher so... keine Lust. Und ich hatte immer scheiße Angst, Auto zu fahren, weil ich kam mir immer vor wie in einer Massenmeuchelmaschine. Scheiße. Massentötungsmaschine. Schließlich war ich in einem 2,5 Tonnen schweren Vehikel unterwegs. Das kann ja nicht gut gehen. Wieso hast du überhaupt einen Führerschein? In Berlin ist ein Führerschein unnötig. Die Öffentlichen sind wesentlich schneller, wesentlich billiger und es ist sowieso immer überall Stau. Und mit den Öffentlichen zu fahren ist viel umweltbewusster. Ein Schleim bei den Ökos, abgehakt. Der wichtigste Vorteil der Öffentlichen, man kann was trinken. Ein Schleim bei den Alkoholikern, abgehakt. Ganz toll sind auch die Leute, die ihr Auto nie benutzen, weil... Dann verliere ich ja meinen Parkplatz und muss 50 Meter laufen. Der einzige Vorteil ist beim Einkaufen. Ich hasse Wasserschleppen. Ach, du kannst es überhaupt nicht verstehen. Den Führerschein zu machen ist eine Aufgabe, an der man lernt und wächst. Man hat ja bei der Führerscheinprüfung nicht nur den theoretischen, sondern auch den praktischen Teil. Und für den theoretischen lernt man 10 Minuten, verkackt das erste Mal und macht nächste Woche nochmal ein. Und schafft den gerade so. Ja... Das Harte war die praktische Prüfung. Ich sitze halt so da und dann fängt der Prüfer an. Bitte auspacken und links rum. Was? Rechts? Rechts? Okay, rechts! Oh, und ich hab trotzdem beim ersten Mal bestanden. Meine Führerscheinzeit war so, ich hab nie genug. Und warum nicht? Ich bin so arm, ich hab kein Geld. Ich hab den Führerschein halt nicht von meinen Eltern nachgeschoben bekommen, wie irgendwie jeder in meinem Jahrgang. Da gab's dann diese Zeit, wo wirklich alle den Führerschein gemacht haben. Hey Rick, wann machst du denn deinen Führerschein? Ich mach keinen Führerschein. Was? Ich meine, warum ist der Führerschein so verfickt teuer? Er hätte mir eh nichts gebracht, weil mir stand kein Auto zur Verfügung. Hätte es kaufen müssen. Teuer! Zudem brauche ich ihn nicht, denn ich bin ein Berliner. Aber wie Alex immer meint, lieber haben als brauchen. Wer ist Alex? Ein froschiges Dankeschön an Friedemann für diesen Themenwatch. Was sind eure Erfahrungen mit der Fahrschule? Habt ihr den Führerschein? Beamt es in die Kommentare. Boom! Hier findet ein Video zu unserer Zeit im Abitur, wo wir uns auch kennengelernt haben. Schule! Außerdem das Video von Sonntag über unsere WG, was so wie scheiße der Typ ist. Unter uns findet ihr unsere anderen beiden Kanäle, den Entertainment- und den Play-Kanal, auf dem wir einmal Unterhaltungsvideos machen und einmal Let's Plays. Wow! Ich bin begeistert. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch, wenn nicht, dann nicht. Und favorisiert und teilt, wenn ihr geil seid. Tschüss! Ahoi.